Wir haben heute Morgen nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Und dann ist mir der Ministerpräsident des Landes zu Hilfe gekommen, Thorsten Eilig, der gegenüber Chefredakteure nachzulesen in der Westdeutschen Zeitung erklärt hat, auf die Frage, Herr Eilig, was machen Sie, wenn Sie die Mehrheit der Küstenkoalition verlieren, geantwortet hatte, dann rufe ich die FDP an. Immerhin telefonieren kann er schon. Aber auf die weitere Frage mit Kubicki hat er geantwortet, er würde eine Tonne Kerzen stiften, dafür, dass ich ja in Berlin und nicht bleiben würde und ihm nicht auf den Sack gehen würde. Sagt er nicht formuliert, was hat er gemeint? Aber mit der FDP könnte er professionell zusammenarbeiten. Ich kann eins wirklich sagen, nach 5 Jahren Erfahrung mit Thorsten Eilig, selbst wenn er 2 Tonnen Kerzen stiften würde, ihm würde kein Licht aufgehen.